Geschichten: Ehefrau mit Krebs sieht Ehemann vor Freude springen, als er erfährt, dass sie sterben wird. Jedoch als er das Testament öffnet, ist er schockiert. Hallo, in der heutigen Zeit scheint es immer schwieriger zu werden, ehrliche Ratschläge zu geben. Wenn man einen Ratschlag mit guten Absichten gibt, kann man leicht als aufdringlich und unnötig eingreifend interpretiert werden. In meinem Fall glaube ich, dass die Ratschläge älterer, erfahrener Menschen sehr hilfreich sind. Und ich habe viel von ihnen zu lernen, da sie die Weisheit haben, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Als ältere Menschen haben sie Weisheit und Erfahrung. Egal, wie sehr sich die Welt verändert, es gibt eine unveränderliche Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Ich fühle mich ein wenig beschämt. Ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die ihren eigenen Weg gegangen ist und Präsidentin eines soliden Unternehmens ist. Meine Eltern, die früh verstorben sind, führten ein sehr schwieriges Leben. Sie zogen von Messe zu Messe, ohne einen festen Platz zu haben. Obwohl meine Eltern finanziell kämpften, kann ich versichern, dass sie sehr integre Menschen waren, die den Respekt anderer verdienten. Seit ich denken kann, haben sie immer hart gearbeitet, sind 2 Stunden früher aufgewacht, um den Tag zu beginnen, und haben die Arbeit 2 Stunden später als andere beendet. Dennoch fühlte ich tief in meinem Herzen oft Bedauern, weil ich ihre Schwierigkeiten spürte. Natürlich respektierte ich sie, weil ich fühlte, dass sie großartige Menschen waren. Als ich jedoch 16 Jahre alt wurde und reifer wurde, begann ich zu verstehen, wie hart sie gearbeitet hatten, und ich konnte mich mit ihrer Situation identifizieren. Mutter, ich bin deine Tochter, oder? Nun, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass du meine Tochter bist. Mutter, ich bin deine Tochter. Nun, das denke ich auch. Wirst du mir zuhören? Was meinst du? Ich würde wirklich gerne, dass du, Vater, auch wenn es nur für einen Tag ist, eine Stunde länger schläfst. Ihr wacht sehr früh morgens auf, esst die Reste vom kalten Essen vom Vorabend und geht dann hastig zur Arbeit. Ich würde gerne sehen, dass ihr mindestens eine Stunde länger schlaft und ein warmes Frühstück von eurer geliebten Tochter bekommt. Ich bin groß genug, um ein warmes Frühstück zuzubereiten. Schon beim Gedanken daran werde ich so aufgeregt und beeindruckt. Wie lecker muss das Frühstück sein, das unsere Tochter zubereitet hat. So denke ich auch. Es gibt ein kluges Sprichwort, das besagt, dass der frühe Vogel den Wurm fängt, nicht wahr? Also, dieser frühe Vogel fängt einen warmen Wurm. Für welche Kehle ist er? Für den kleinen Vogel. Das gleiche gilt für deinen Vater und mich. Wir können nicht wie andere Eltern sein, die dich zu Privatstunden oder Austauschprogrammen schicken und einen fremdsprachigen Tutor einstellen. Was auch immer wir tun können, wir möchten alles für dich tun. Deshalb wachen wir früher auf und arbeiten später. Also mach es genauso. Es gibt ein kluges Sprichwort, das besagt, dass das fließende Wasser sauber sein muss, damit das unterstützende Wasser sauber bleibt, nicht wahr? Das ist wahr. Also werde ich ab jetzt 2 Stunden früher aufstehen und ein warmes Frühstück für dich zubereiten. Es wird für mich großartig sein, früher zur Schule zu gehen, um meine Lektionen zu wiederholen. Und da du hart arbeitest, kann ich, das unterstützende Wasser, nicht faul und trüb sein. So wurde ich inspiriert. Meine Eltern als Vorbilder, um fleißige Menschen zu sein. Dank ihrer Ermutigung konnte ich 4 Stunden mehr pro Tag lernen, als es schien.
Ich konnte an einer Universität studieren, mit einem perfekten Durchschnitt abschließen und ein Regierungsstipendium für ein Studium im Ausland erhalten. All das verdanke ich dem großen Einfluss, den meine Eltern auf mich hatten, und ich bin ihnen dafür dankbar. Ich hatte auch das Glück, einen aufrichtigen Ehemann zu finden, der von anderen sehr respektiert wurde, obwohl er aus einer sehr armen Familie stammte. Dennoch, während ich ein vorbildliches Leben führte, gab es eine wichtige Sache, die ich vernachlässigt hatte, und das war die Pflege meiner Gesundheit. Als ich Anfang 30 war und seit einem Jahr verheiratet war, begann ich, seltsame Schmerzen im unteren Bauchbereich zu verspüren, zusammen mit plötzlich verstärkter Menstruationsblutung und Gewichtszunahme. Aber damals war ich so beschäftigt mit der Arbeit, dass ich keine Zeit hatte, darauf zu achten, und tief im Inneren dachte ich, dass ich jung sei, also dachte ich, dass nichts Ernsthaftes passieren würde, und ignorierte es einfach als unwichtig. Ich hätte nie gedacht, dass das der gefährlichste Fehler meines Lebens sein würde. An dem Tag, an dem alles begann, hatte ich mehrere Tage lang die ganze Nacht im Büro gearbeitet. Es gab viele Dinge zu koordinieren, bevor wir den Geschäftsvertrag mit einem der wichtigsten Kunden unserer Firma erneuerten. Aber während des Treffens, glaube ich, bin ich eingeschlafen. Als ich die Augen öffnete, war ich in einem Notfallraum eines Universitätskrankenhauses. Ich war verwirrt und wachte neben meinem Mann und seinen Eltern auf, die meine Eltern im Himmel repräsentierten. Mein Mann übermittelte mir die Worte des Arztes, dass ich Untersuchungen machen müsse. Und bis dahin verstand ich und betrachtete es nur als eine routinemäßige Untersuchung. Ich dachte, ich wäre ohnmächtig geworden wegen der Erschöpfung durch die lang anhaltende Überarbeitung. Natürlich machte ich mir nicht allzu viele Sorgen. Ich war ruhig und fühlte, dass ich, nachdem ich mich ausgeruht hatte, wieder zur Arbeit gehen könnte. Ich dachte daran, die Leistungen für die Mitarbeiter in meinem Unternehmen zu verbessern. Aber am Tag, als ich die Ergebnisse der Untersuchungen erhielt, begann sich die Situation schnell zu ändern. Ihr Mann ist nicht hier, auch kein Familienmitglied. Mein Mann ist zur Arbeit gegangen, um sich um den Urlaub zu kümmern. Und meine Schwiegermutter ist auf die Toilette gegangen. Ich brauche sie. Nun, ich denke, es wäre viel besser für die Patienten, wenn ein Familienmitglied dabei ist, statt allein zu sein. Etwas stimmt definitiv nicht. In einem Augenblick sank mir das Herz. Meine Schwiegermutter kam zurück und meine Vorahnung wurde wahr. Haben Sie eine besondere medizinische Vorgeschichte in Ihrer Familie? Nein. Von der Seite ihrer Schwiegereltern nicht. Aber von der Seite ihrer Eltern schon, ja. Beide meiner Eltern hatten Krebs. Versti. Ich möchte zuerst sagen, dass Sie noch einige zusätzliche Untersuchungen benötigen, bis genaue Ergebnisse vorliegen. Obwohl der Tumor im unteren Bauchbereich gefunden wurde, aufgrund der Lage und Form wird vermutet, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Es wird vermutet, dass es Krebs ist. Ich war schockiert. Die Ergebnisse unterschieden sich nicht von dem, was der behandelnde Arzt gesagt hatte. Ich wurde mit fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Erst jetzt erkannte ich, dass im Gegensatz zu anderen Krebsarten Gebärmutterhalskrebs keine Schmerzen oder offensichtliche Symptome verursacht. Viele Fälle werden erst in fortgeschrittenen Stadien der Krankheit entdeckt. Glücklicherweise hat Gebärmutterhalskrebs eine gute Prognose, sodass die Überlebensrate nach der Behandlung fast 80% beträgt. Aber für Patienten wie mich, die im Stadium 4 diagnostiziert werden,
ist die Überlebensrate sehr niedrig, etwa 25% mehr oder weniger. Ich war immer noch jung, also hatte ich die Hoffnung, in die Überlebensrate von 25% einzusteigen. Aber ich fand heraus, dass Krebs für junge Menschen eine viel gefährlichere Krankheit ist. Dies liegt daran, dass je jünger man ist, desto schneller und aggressiver vermehren sich die Krebszellen. Ich konnte keine Hoffnung haben. Es war eine düstere Situation. Die Tatsache, die mich am meisten schmerzte, war die Diagnose, dass ich keine Kinder bekommen könnte. Es brach mir das Herz, keine Mutter sein zu können, aber zumindest hatte ich nicht umsonst gelebt. Das treue Leben, das ich geführt hatte, ließ mich nicht in Verzweiflung verfallen. Als sich herumsprach, dass ich mit Krebs ins Krankenhaus eingeliefert worden war, kamen viele Menschen, um mir zu helfen. Sie gaben mir tröstende Worte und sagten, sie seien dankbar für meine Hilfe in der Vergangenheit. Und unter ihnen war seltsamerweise, auch wenn du in feindliches Gebiet gerätst, wirst du überleben, solange du bei Verstand bleibst. Daher sei wachsam und gib nicht auf. Selbst wenn die Welt zusammenbricht, wird die Sonne am nächsten Morgen aufgehen. Lass dich also nicht entmutigen und bleibe standhaft. Die Fürsorge, die mir von meinem Mann und meiner Schwiegermutter zuteil wurde, half mir, die schmerzhafte Chemotherapie zu überstehen, besonders die Zärtlichkeit meiner Schwiegermutter. Es ließ mich nachdenken. Wären sogar meine leiblichen Eltern so fürsorglich für mich wie sie? Sie verließ keine Sekunde lang meine Seite. Es war sogar so weit, dass sie mich fütterte. Ich konnte meine Gesundheit schnell genug wiedererlangen, um mich einer Operation zu unterziehen. Allerdings, am Tag, an dem der Operationstermin festgelegt wurde, sagte meine Schwiegermutter etwas sehr Unerwartetes. Übrigens, es gibt eine Freundin aus meiner Heimatstadt, deren Schwiegertochter verstorben ist. Zuerst war es ein Autounfall, es war kein Gebärmutterhalskrebs wie bei dir. Sie ging mutig in den OP, indem sie sagte, dass die Familie nach ihrem Krankenhausaufenthalt ins Ausland reisen würde. Aber am Ende hat sie nie wieder die Augen geöffnet. Wieso erzählst du mir das jetzt? Es bedeutet, dass die Dinge in der Welt nicht immer nach den Wünschen der Menschen verlaufen. Warte, ich bin noch nicht fertig, hör mir zu. Nach dem Tod der Schwiegertochter herrschte Chaos. Sie war, wie du, eine Geschäftsfrau, die ein großes Unternehmen besaß, aber da sie keine Erbschaftsdokumente bezüglich der Aktien und so weiter vorbereitet hatte, ging ihr Erbe an ungewollte Personen über. Ihre Familie bekam fast nichts. Ein Erbe von ein paar Cent. Wie schade. Und wenn das uns passiert? Ich stehe kurz vor einer Operation. Es ist keine kleine Operation, es ist groß. Musst du mir das jetzt sagen? Man weiß nie, was mit den Menschen passiert. Also, wenn du etwas hast, um dein Vermögen zu regeln, kläre das im Voraus. Senken Sie Ihre Stimme. Das ist ein Krankenhaus. Wie könnte ich meine Stimme senken, nachdem ich gehört hatte, dass ich mein Erbe im Voraus regeln sollte? Die Chance, dass ich sterbe, ist hoch, um ehrlich zu sein. Wenn du ohne Kinder und Enkel stirbst, was bleibt dann für mich oder deinen Mann übrig? Nichts bleibt übrig. Außer dem Erbe, Schwiegermutter. Du wirkst heute sehr merkwürdig. Die Menschen ändern sich ständig. Bitte komm nicht mehr ins Krankenhaus. Es wird für mich eine Weile schwer sein, dein Gesicht zu sehen, denke ich. Es wäre für mich angenehmer, eine bessere Betreuerin zu haben. Ich verstehe.
Für diejenigen, die kurz vor einer lebens- oder todesentscheidenden Operation stehen, ist es natürlich, persönliche Angelegenheiten im Falle des Todes zu regeln. Von dem Moment an, als ich auf der Krebsstation eingeliefert wurde, hatte ich meine persönlichen Angelegenheiten im Kopf. Wenn etwas schief geht, wird mein Mann die Person sein, die sich um mein Vermögen als Testamentsvollstrecker kümmern wird. Aber an diesem Tag war der Grund für meine schlechte Laune die Haltung meiner Schwiegermutter. Sie sagte es, als ob sie darauf warten würde, dass ich sterbe, drückte offen ihre Gier und Erwartung an das Erbe vor mir aus. Ich, der schmerzhafte Chemotherapiesitzungen ertragen hatte, um irgendwie für die Operation bereit zu sein, wie das Sprichwort sagt, man kann nie den Geist einer Person kennen. Und es war unmöglich klar zu verstehen, woran meine Schwiegermutter dachte, als sie plötzlich ihre Gier nach dem Erbe offenbarte. Aber ich konnte deutlich eine Sache spüren. Sie war sehr anders als zu der Zeit, als sie mich so liebevoll pflegte. Deshalb beschloss ich, vorerst Abstand von meiner Schwiegermutter zu halten. Und seit diesem Tag hat sie mich auch nicht mehr im Krankenhaus besucht. Aber nur weil ich sie nicht sehen konnte, bedeutete das nicht, dass ich mich entspannen konnte, denn sie begann, meine Zustände bei jeder Mahlzeit zu überprüfen. Je mehr ich über ihr Verhalten nachdachte, als sie Nachrichten schickte, auch wenn ich keine davon beantwortete, schien sie seltsam. Was ist falsch daran, die Gesundheit seiner Schwiegertochter zu überprüfen, die eine Krebspatientin ist? Die Nachricht meiner Schwiegermutter begann auf sehr gewöhnliche Weise, um Hallo zu sagen. Das eigentliche Problem waren die letzten Sätze, die danach kamen, indem sie fragte, ob ich meine verstorbenen Eltern, die zuerst gestorben sind, nicht sehen wollte oder nicht allzu sehr über die Welt verärgert sein wollte, da das Leben eines Menschen von Gott bestimmt ist. Wie unterscheidet sich das davon, dass sie mich als jemanden markiert, der bald sterben wird? Die wiederholten Nachrichten meiner Schwiegermutter erstickten mich, und ich endete damit, ihre Telefonnummer zu blockieren. Mein Mann war verärgert darüber, dass ich ihre Nummer blockiert hatte, aber Gott sei Dank sah er darüber hinweg. In der Zwischenzeit kam ein unerwarteter Engel zu mir. Es war meine Betreuerin, eine Großmutter, die sich so gut um mich kümmerte, dass mein Mann ruhigen Gewissens zur Arbeit gehen konnte. Sie hatte eine Ausstrahlung, die genau wusste, was ich brauchte. Vor allem war sie sehr weise, als ob sie alle Antworten auf die Probleme des Lebens kennen würde. Ich weiß nicht, warum Menschen mit nahen Verwandten so sind. Entschuldigen Sie, dass ich mich so dreist einmische. Heutzutage mögen es junge Leute nicht, wenn sich andere in ihre Angelegenheiten einmischen. Es ist in Ordnung, ich bin dankbar, jemanden zum Reden zu haben, da ich mich langweile, nachdem mein Mann zur Arbeit gegangen ist. Aber was meinten Sie gerade, Menschen mit nahen Verwandten? Ich habe das den ganzen Tag gehört, während ich mich um einen anderen Patienten gekümmert habe. Ihre Schwiegermutter scheint sich nur um das Erbe zu kümmern, das sie besitzen. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sie war so eine nette Person, aber warum hat sie sich plötzlich geändert? Oh mein Gott! Eile mit Weile, aber manchmal spricht das Geld lauter als das Blut. Oh, mein Geld ist alle. Ich konnte über den sarkastischen Witz der Oma lächeln. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist keine Anerkennung, zu sagen, dass Geld das Beste ist, sondern dass Geld den Menschen folgt. Auf jeden Fall, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr ganzes Abendessen essen. Kratzen Sie alles ab und essen Sie alles auf. Wenn Sie so wenig essen wie beim Mittagessen,
wird sich ihre Gesundheit nicht verbessern. Essen gibt ihnen Energie. Sie müssen stark sein, um sich der schwierigen Operation zu stellen. Mit Zuversicht, ja, mit Zuversicht. Die Großmutter, die auf diese Weise für mich gesorgt hat, wurde zu meiner einzigen Quelle fröhlicher Energie. Das Leben im Krankenhaus ist schwer, sie sagte, sie dachte eines Tages an mich, als sie vorbeiging, und brachte mir ab und zu Snacks, weil ich das fade Krankenhausessen satt hatte. Sie sagte, sie brachte alles Mögliche mit, aber ich merkte bald, dass sie ziemlich erfahren im Umgang mit Krankenpflege war. Sie fragte meinen Hausarzt, was gut für meine Gesundheit sei, vermied ungesunde Snacks. Ich verbrachte viel Zeit mit ihr, einer so engagierten Betreuerin, und langsam begannen meine Sorgen um meine Schwiegermutter zu verblassen. Schließlich betrat ich den Operationssaal in körperlicher und geistiger Verfassung. Die Operation war so schwierig, dass das gesamte medizinische Team, angefangen beim behandelnden Arzt, sagte, dass die Prognose unvorhersehbar sei. Aber das Ergebnis war erfolgreich, zusammen mit der Tatsache, dass Gebärmutterhalskrebs die niedrigsten Sterberaten aufweist. Es war ein Wunder, geschaffen durch den Trost und die Unterstützung der Betreuerin, meinen Lebenswillen und das Herz des medizinischen Teams, das mein Leben retten wollte. Nach meiner Genesung von der Operation kehrte ich jedoch zurück ins Krankenzimmer. Aber mein Mann war nicht an meiner Seite. Als ich die Augen öffnete, war er die ganze Zeit, in der ich mich erholte, nicht da, nur meine Betreuerin, die Großmutter, hielt meine Hände jeden Tag und sprach ihre Dankgebete. Die Situation war für mich so seltsam, aber ich konnte es nicht ertragen, zu fragen. Die Augen der Großmutter, als würde sie auf die kranke Tochter schauen, sagten mir, mich auf meine Genesung zu konzentrieren. Erst nach dem Tag, an dem ich entlassen wurde, als meine Gesundheit fast wiederhergestellt war, erzählte mir die Großmutter alles, was sie wusste. Sie sagte, du hast diese verdammte Krankheit endlich los, nicht wahr? Ja, laut meinem Arzt ist es notwendig, die Prognose für die nächsten 5 Jahre zu absorbieren, um eine Heilung zu bestimmen. Die Operation verlief so gut und meine Genesung war schnell, also besteht keine große Sorge. Das ist gut, Liebes, das ist wirklich gut. Sag mir jetzt, habe ich meine Gesundheit wiedergewonnen? Nun, ich arbeite hier und da, um mich um meine Enkelin zu kümmern, die früh ihre Eltern verloren hat, und so haben wir uns kennengelernt. Am Tag, an dem du in den Operationssaal gingst, ging ich zu einem Immobilienmaklerbüro, um zu putzen, und dein Mann saß dort, weil er das Grundstück besichtigen wollte. Ich war perplex. Erinnerst du dich, als ich sagte, dass das Kostbarste das Blut ist? Das Wort hat eine gute Bedeutung, nämlich die tiefe Liebe zwischen Familienmitgliedern. Aber es hat auch eine düstere Bedeutung. Zusammengefasst bedeutet es, dass dieselben Eltern dieselben Kinder hervorbrachten. Genau wie deine Schwiegermutter, die ursprünglich an deinem Geld interessiert war, selbst dein Mann, der vorgab, sich zu kümmern, war wie seine Mutter, zuerst am Geld interessiert. Ja, es schien stilvolle Anlässe zu geben. Aber wie konnte er von Geld wissen? Das weiß ich nicht. Es scheint, als wäre es für ihn Geld gewesen, seitdem du Krebs hattest. Entschuldigung, er bat einen Immobilienmakler, ihm eine stabile Immobilie zu empfehlen. Es ist sogar gut, wenn das Land teuer ist, denn wenn die Operation deiner Frau schief geht, wird ihr gesamtes Vermögen als Erbschaft auf ihn fallen. Und selbst wenn die Operation erfolgreich verläuft,
wird er sich von ihr scheiden lassen, unter dem Vorwand der Unfruchtbarkeit, und die Hälfte ihres Vermögens erhalten. Er schien sehr freundlich zu den Immobilienmaklern zu sein. Kennen Sie den Immobilienmakler Charles? Ich weiß, dass er aus der Heimatstadt meines Mannes stammt. Und Sie haben seit Ihrer Kindheit eine enge Beziehung. Wie auch immer, danke, dass du mich gewarnt hast. Wie kann ich das zurückzahlen? Machen Sie sich jetzt sorgfältig Notizen über das, was ich gesagt habe. Meinst du, manchmal spricht das Geld lauter als familiäre Bindungen? Das bedeutet, dass die Person, die einmal vom schrecklichen Zauber des Geldes verstrickt ist, nicht mehr rational handeln wird. Also, ab sofort müssen Sie standhaft und vernünftig sein. Ja, danke für den Rat. Nachdem ich das Krankenhaus verlassen hatte, wiederholte ich die Worte meiner Betreuerin, dass ich mich klug verhalten sollte, und ging zu meinen Schwiegereltern nach Hause. Zufälligerweise stritt meine Schwiegermutter gerade mit ihrem Sohn, ohne zu wissen, dass ich angekommen war. Mein Mann, der in einer Situation war, in der er eine Anzahlung für das Grundstück geleistet hatte und alle Ersparnisse verwendet hatte, bettelte seinen Vater an, Unterhalt von mir zu nehmen. Er wird auf jeden Fall zurückzahlen und Sie bitten, ihm zu helfen, den Restbetrag für die Immobilie zu bezahlen, die er gekauft hat. Als Antwort sagte meine Schwiegermutter ihm, dass sie kein Geld habe, und schrie ihren Sohn an. Andererseits fragte sie weiterhin nach den Ergebnissen meiner Operation und ob es wahr sei, dass die Operation erfolgreich war. Sie fragte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit meines Todes sei, da sie gehört hatte, dass viele Menschen in den 5 Jahren nach der Operation sterben. Während sie als Mutter und Sohn stritten, stritten sie um Geld, was nur einen Gedanken in meinem Kopf ließ, dass, wenn jemand erst einmal vom schrecklichen Zauber des Geldes verstrickt ist, er nicht vernünftig sein wird, egal ob Familienmitglied oder nicht. Nun, was meine Betreuerin mir gesagt hat, war wahr. Entschuldigung, dass ich die Stimmung verdorben habe. Ich denke, es ist Zeit für mich, euch allein zu lassen. Es gibt keine Komödie wie diese. Wann bist du angekommen? Was hat der Arzt gesagt? Der Arzt sagte, meine Prognose sei sehr gut, die Erholung sei schnell, also muss ich mir in Zukunft nicht allzu viele Sorgen machen. Sie erschien enttäuscht. Warum bist du enttäuscht? Weil du nicht mein Geld bekommen wirst. Aber ist das nicht ein bisschen lustig? Selbst wenn die Operation schief geht, weiß ich, dass es an meinen Mann geht, nicht an dich, Schwiegermutter. Es ist das Geld meines Sohnes, und das Geld meines Sohnes ist mein ganzes Geld, weil würden wir als Mutter und Sohn streiten. Lass mich eine Frage stellen. Während wir hier sprechen, warum wurdest du plötzlich so gierig nach meinem Geld? Du warst nicht so, als der Termin festgelegt wurde. Ich ging zu dir nach Hause, um deine Sachen zu sortieren, und während ich dort war, habe ich das Haus geputzt und habe die Kontoauszüge gesehen. Und ich sah, dass der Kontostand mehrere hunderttausend Dollar betrug, zusätzlich zu den wertvollen Aktien deines Unternehmens. Also, wie denkst du, wirst du überleben, wenn du stirbst? Hunderttausende von Dollar stehen auf dem Spiel. Wenn ich meinen Weg gehabt hätte, hätte ich dein Lebensband im Krankenhaus gezogen. Wenigstens bist du so ehrlich, dass du alles für Geld verschluckst. In diesem Moment griff mein Ehemann ein, deshalb sagt meine Frau dir, Mutter, dass das nicht dein Geld ist. Wovon redest du, Lieb? Es gibt keine Beweise. Du wirst das Argument vor einem Richter vorbringen. Du Narr.
Und warum gibt es keine Beweise? Weil ich bis an die Grenze des Todes gegangen bin, zurückgekehrt bin und mehr erkenne als jeder andere, wie wertvoll jede Minute und jede Sekunde ist. Also hätte es kein Treffen und keine Sitzung mit euch geben sollen. Ich will euch nie wieder sehen, nicht einmal in meinen Träumen. Nachdem ich gesprochen hatte, spielte ich die Handy-Aufzeichnungsdatei ab. Es war eine Aufzeichnungsdatei, die alles enthielt, was ich absichtlich meinem Ehemann und meiner Schwiegermutter im Haus der Schwiegereltern vor einiger Zeit gefragt hatte. In diesem Moment knieten mein Ehemann und meine Schwiegermutter schnell vor mir nieder und begannen, um Vergebung zu flehen. Es war erst, nachdem ich ihre Versprechen aufgenommen hatte, sich mir nicht einmal bis auf 500 Meter zu nähern und auf die Scheidung ohne Unterhaltsabsicht zuzustimmen, dass ich mich beruhigte. Sobald die Einigung erzielt war, verließen sie hastig das Büro ihres Anwalts auf unangenehme Weise. An diesem Tag gab es einen anderen Grund, mich still von ihm zu scheiden, ohne Unterhaltszahlungen zu erhalten. Als ich so wütend war, dass ich ihn wegen absichtlicher boshafter emotionaler Qualen ins Gefängnis bringen wollte. Weißt du, ich weiß nicht, was mit dir los ist, tadelte mich mein Anwalt. Was meinst du? Ich bin dein Anwalt oder nicht? Wenn du alles mir überlassen hättest, hätte ich dafür gesorgt, dass er dir angemessen zahlt, plus eine Entschädigung für absichtliche böswillige emotionale Qual. Denn du hast ihm eine unbestreitbare Scheidung gegeben, auch wenn ich nicht darauf bestanden hätte, er ist auf dem Weg zur Selbstzerstörung. Ursprünglich waren sie sehr arm, und er steckte all das verdiente und gesparte Geld in eine Anzahlung für ein Stück Land, das er sich nicht leisten kann. Er wollte den Restbetrag mit dem Unterhaltsgeld bezahlen, das er von mir abzweigen wollte, aber jetzt ist dieser Plan gescheitert. Das bedeutet, dass er die Anzahlung verlieren wird. Er erntet, was er gesät hat, er hat danach gefragt. Mein Mann hat alle Ersparnisse verloren, wie ich es vorausgesehen habe. Er kann den Restbetrag für das Grundstück nicht bezahlen. Also hat er die gesamte Anzahlung verloren. Die Beziehung zwischen meinem Mann und seiner Mutter begann zu zeigen, was meine Betreuerin gesagt hatte, wo das Geld wichtiger war als die Verwandtschaft. Mein Mann war verärgert über seine Mutter, weil sie die fehlenden Beträge in ihrem Anwesen nicht beschafft hatte. Und seine Mutter war damit beschäftigt, sich von einer Ehefrau zu scheiden, die mit ihren unvollkommenen Plänen goldene Eier legte. Ich habe meine Gesundheit vollständig wiedererlangt, es sind bereits 8 Jahre seit meiner Operation vergangen, und mein Arzt sagte, ich sei geheilt. Mit dem Verständnis, dass Gesundheit das Wichtigste ist, bin ich viel gesünder als vor meiner Krebsbekämpfung, dank Bewegung und Pflege meines Körpers. Was ist mit meiner Betreuerin, der Großmutter, passiert? Natürlich bin ich dabei, ihre Freundlichkeit allmählich zurückzuzahlen. Sie lehnte jedoch ab, als ich finanzielle Entschädigung anbot. Ich sehe sie weiterhin oft und halte unsere Freundschaft aufrecht. Sie hat mich gelehrt, als ich fragte, wie ich ihre Freundlichkeit zurückgeben könnte. Die wahre Freundlichkeit zurückzugeben besteht darin, regelmäßig mit ihr in Kontakt zu bleiben, sie oft zu sehen und unsere Beziehung fortzusetzen. Das sind die wahren Belohnungen. Lassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wir wollen von Ihnen hören. Bis zum nächsten Video.